Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS TV. Ja, 9 Uhr in Deutschland. Ich bin immer noch auf der Messe, Forsterstand, Lithiumbatterien. Und ich habe da vor Monaten schon was gelesen, was mich sehr interessiert hat. Die Herrschaften stehen jetzt hier mit einem Stand auf der Messe, da gehe ich jetzt mal hin. Es geht um Klimaanlagen. So, da gibt es was Neues. Ja, gut, jetzt so richtig neu ist es nicht. Aber von der Bauform her und von den Werten her und von den Anschlüssen her schon, ja, das zeige ich euch jetzt, dann nehme ich euch jetzt mit und wünsche euch viel Spaß bei meinem neuen Klimavideo. Ich bin jetzt hier auf dem Stand, der Thorsten, der mir hier Rede und Antwort steht, der stellt jetzt die Firma einmal vor, es geht hier um Klimaanlagen. Ja, Thorsten, dann sag mal, wie heißt die Firma? Ja, hallo Guido, die Firma heißt Off Indel B. Wir sind Indel B, wir sind Hersteller für Kühlschränke, Klimaanlagen, genau. Kühlboxen und so weiter. Genau, kommen wir später zu. Es geht erst mal um Klima. Ne? Ich habe meinen Zuschauern eben schon mal ein bisschen erzählt, dass es hier um eine besondere Klimaanlage geht. Ich habe das im Vorfeld auch schon gelesen. Und hat mich auch sehr interessiert. Ich kenne das von ganz früher, von 12-Volt-Anlagen. Aber da wollen wir jetzt nicht mehr reden. Wir machen jetzt diese Klimaanlage. Und die läuft auf 12 Volt. Genau, ist die einzige 12 Volt Dachklimaanlage im Moment auf dem Markt. Das heißt, die wird rein mit 12 Volt betrieben. Man kann die direkt an eine Aufbaubatterie anschließen. Vorteil ist, man kann sie während der Fahrt benutzen. Man kann sie in Pausenzeiten benutzen und halt um autark zu campen. Entweder auf dem Campingplatz oder halt dementsprechend apropos autark. Jetzt haben wir ja viele Kunden in Grimma und in Bockhorn, die kriegen autark Pakete, die haben Lithium schon drin. Mhm. Ja. Viele fragen nach Wechselrichter für eine Klimaanlage oder kann ich eine Klimaanlage auch wechseln? Ist natürlich kein Problem, haben wir immer schon gemacht. Ja, habe ich ja bei mir im Mobil auch. Ja. Aber den Wechselrichter brauche ich ja jetzt gar nicht. Nee, den können Sie weglassen, weil die Anlage ohne zurechtkommt. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, die wird direkt an die Batterie angeschlossen. Das heißt, wenn ich so ein Autark-Paket habe, ein kleines, vielleicht sprechen wir mal ein kleines, ich bin bei 200 Ampere-Stunden, das ist bei uns ein kleines Autark-Paket, da läuft die einwandfrei. Da läuft die einwandfrei. Die Anlage startet immer in einem Soft-Start, in dem Automatikmodus. Die Entnahme der Klimaanlage auf der 12-Volt-Seite ist maximal wie viel Ampere? Also wie gesagt, die Anlage fährt im Automatikmodus an mit 14 bis 16 Ampere. Wenn die im Max-Modus läuft, dann hat sie zwischen 40 und 42 Ampere. Okay. Gut, das ist ja so viel nicht. Sie dementsprechend genügend Energie an Bord. Ja, also im Vergleich, wenn wir so eine Anlage auf den Wechselrichter schalten und der Wechselrichter aus der Batterie nimmt, sind wir bei 80 Ampere. Wenn Sie eine 230 Volt Anlage Das meinte ich dann. Nehmen. Auf der 12 Volt Seite sind wir bei 80 Ampere. Ja, wie lang darf das Fahrzeug sein, um so eine Anlage kühl zu bekommen? Also wie ist die maximale Länge? Im Endeffekt, die Anlage hat ein Anschlusskabel von 6,5 bis 7 Meter. Das heißt, dementsprechend können Sie das Kabel im Fahrzeug verlegen oder außerhalb des Fahrzeugs. Was die Kühlung angeht, kommt es natürlich darauf an, wie groß ist der Raum, den ich zu kühlen habe. Sie können natürlich auch dementsprechend ein Fahrzeug nehmen, was länger ist, wenn Sie jetzt nur den Schlafbereich kühlen möchten, der abgeschlossen ist, geht es natürlich auch für längere Fahrzeuge. Genau, so mache ich es bei mir jetzt. Ich nenne das Klimazone. Genau. Ich mache die Tür in der Mitte zu. Ja. Mein Auto ist 8,50 Meter. Ich habe aber eine Klimaanlage, die nur 6,50 Meter kann. Muss auch nur, weil ich mache die Tür zu, weil ich habe zwei Hunde dabei. Mhm. Da kann ich dann schön runterkühlen und dann ist das Fahrzeug auch keine 8,50 Meter, sondern nur noch 5 Meter. Genau. Wir müssen halt als Hersteller natürlich immer gewisse Angaben machen. Ist ja klar. Dementsprechend ist auch das Anschlusskabel dabei. Wie lange ist der jetzt auf dem Markt, das neue Gerät? Wir haben das letztes Jahr vorgestellt, das Gerät. Und es wird ab diesem Jahr, Januar, wurde es produziert. Und ab April haben wir es an den Fachhandel und an die Ausbauer, dementsprechend Großhändler, die Fachleute, Großhandel. Ist also lieferbar? Haben wir es ausgeliefert. Ist lieferbar. Die Anlage ist lieferbar, wird ja in Italien gefertigt, direkt von uns. Ja. Dementsprechend haben wir da auch kein Containerproblem. Okay. Ja, Preis? Preis liegt, wie gesagt, wird über einen großen Fachhandel verkauft. Es gibt aber einen Endkundenpreis. Gut, es gibt, wir haben die UVP ist 1790 netto
zuzüglich Mehrwertsteuer. Gut, das wollte ich hören. Also wir liegen da in dem Bereich, wo wir auch einen 230er haben, aber jetzt halt mit der Neuerung, dass wir direkt auf 12 Volt gehen können. Also ich finde das toll. Ich finde es toll, weil jetzt kann ich auch Klima einbauen ohne Wechselrichtung. Ja, zumal ich viele Kunden habe oder wie viele, die in Kastenbahn fahren. Die können ja jetzt mit einem kleinen Autark-Paket, gut, wenn sie einen Wechselrichter haben, ist alles gut, aber viele haben es halt nicht, aus Platzgründen. Ich kann also jetzt hingehen, die normale Klimaanlage aufbauen, Beispiel für den Kastenwagen, genau, und direkt an die 12-Volt-Batterie anschließen. Genau, Sie können die Anlage auch, wir haben auch schon Kunden gehabt, die die Anlage zusätzlich zu einer 230-Volt-Anlage klar angeschlossen haben, um sie einfach während der Fahrt oder in Pausenzeiten autark zu nutzen. Wenn Sie Haustiere zum Beispiel haben und wollen die mal eine Stunde im Auto lassen während genau der Pause. Oder wir haben auch Kunden, die Tiertransporte machen zum Beispiel und die Tiere müssen von A nach B gebracht werden und sind halt mal kurz im Auto. Also das Einsatzgebiet ist ja riesig. Ja, also vielfältig. Da gut erklären uns die Kunden manchmal selber auf, wo sie die Anlage dann einsetzen. Ja. Ja, dann würde ich sagen, ich danke dir fürs Gespräch. Ja. Erstmal für eine kurze Beschreibung. Ich werde so machen, dass ich mir diese Anlage bestelle. Ich baue die auf, teste das Ding, wie ich das immer mache, und dann zeige ich es euch. Ja? Also die Maße sind ja identisch wie bei den Mitbewerbern auch. Genau, für das 40er Ausschnitt. Genau, ich kann einen Dachluke rausnehmen zum Beispiel und die einsetzen. Genau. Gut, zeige ich euch alles, nehme ich euch da mit und dir danke ich fürs Gespräch. Okay, danke Guido. Danke, ciao. Ciao. Ja, Interview war nur kurz. Ja, die haben aber auch jede Menge zu tun. Das haben wir jetzt zwischendurch gemacht. Finde ich eine tolle Idee, die Klimaanlage auf 12 Volt laufen zu lassen mit einer maximalen Abnahme von, ja, ich runde jetzt mal auf, 50 Ampere. Das kannst du im Prinzip noch auf einer doppelten AGM-Anlage machen. Ja? Sicherlich ist Lithium besser, ist klar. Da spielt das überhaupt keine Rolle mehr. Und ja, prima. Also wir werden das Ding testen. Ihr könnt das aber auch bei uns bestellen. Ich gehe davon aus, dass wir es ins Programm aufnehmen, weil das wirklich eine tolle Sache ist. Klima auf 12 Volt. Ihr habt ja gehört, Klimazone, großes Auto, Tür in der Mitte zu, alles gut. Ja, in dem Sinne, ich schlendere jetzt hier noch ein bisschen über die Messe. Maske habe ich natürlich auf. Ja, ich bin ja schon von einigen von euch ermahnt worden. Ja, ist natürlich klar. So, ja, macht es gut, bis morgen, würde ich sagen. Ja, lasst es euch gut gehen. Abonniert diesen Kanal, damit ihr nichts verpasst. Bis morgen, euer Guido von GNSTV.